Wer hätte gedacht, in 1964, dass Arthur C. Clarke recht behalten würde, dass wir heutzutage global internet haben? Und was bedeutet das für das heutige Führen? Die Antwort für Sie mit dem Videotipp der Woche. Ja, lieve Zuschauer, diese Woche ein bisschen spezielles Thema. Das Thema von Spiritualität, das Thema von Business Spiritualität. Ja, warum ist es wichtig in die Zukunft zu gucken? Da hat het natürlich zu tun. Das brauchen wir hier natürlich nicht zu erklären. Änderungen gehen so schnell, wenn Sie nicht mal einen Blick und versuchen, einen Blick auf die Zukunft zu haben, dann wird die Zukunft Sie erholen. Erstens mal, was ist es nicht, meine liebe Zuschauer? Sie brauchen nicht anzufangen, mal Weihrauch in Ihr Büro zu brennen. Brauchen Sie nicht für Business Spiritualität. Sie brauchen auch nicht ins Kloster zu gehen. Auch nicht nötig. Sie brauchen sich auch nicht zu ändern. Vielleicht ein bisschen anpassen. Entwicklung. Das könnte vielleicht sein. Das ist Entwicklung. Das gehört bei uns zu Menschen. Dann ist es auch mal, was ist dann auch mal Business Spiritualität, wenn wir dann mal so eine Art von Definition mal benennen. Es ist die Brücke zu den Welt von morgen. Die Brücke geht nach einer neuen Ufer. Die neue Ufer dienen sich an. Und Sie als Führungskräfte, Sie müssen die Brücke bauen. Voraus. Dann ist es auch mal, dass Business Spiritualität ist auch mal führen, nicht nur mal rational, nicht nur mit Verstand. Führen heutzutage hat auch zu tun mit das Herz. Hat mit Ihr Herz, mit Ihr Empathie hat es zu tun. Dass die Unternehmen nur eine Geldmaschine ist, das ist natürlich vorbei. Das akzeptiert auch die neue Generationen. Die akzeptieren, und recht haben sie, die akzeptieren das nicht. Dann auch mal, so, es ist auch mal, Business Spiritualität ist wirklich Erneuerung, die den Kern betrifft. Nicht nochmal ein bisschen optimalisieren, noch nicht mehr ein bisschen anpassen. Natürlich, man kann ganz gut damit durchkommen. Das können Sie vielleicht jahrelang machen, doch nicht unendlich. Ab und zu, und das ist auch ein Wort, was bei Business Spiritualität gehört, Sie müssen ab und zu auch mal die Mut haben, etwas wirklich zu den Kern zu bringen, um von scratch an wieder anzufangen. Daarom auch mal hier das Beispiel natürlich von Kodak. Die hatten nicht den Mut, und die waren natürlich nicht die einzigen Unternehmen in die Vergangenheit, die hatten nicht mal den Mut, wirklich zu den Kern etwas ganz neu aufzubauen. Das meint, man muss natürlich auch, wenn es geht um Spiritualität, muss man natürlich auch mal Idealen haben. Man muss mal eine Vision haben. Klar, es geht über die Zukunft. Und jetzt zeige ich Sie ein Bild von einer Rose. Ja, Sie denken, klar, ich kann mich sehr gut vorstellen, was muss ich nou mit einer Rose, wenn es geht um Spiritualität? Eine Rose, meine liebe Zuschauer, ist mehr als eine Rose. Denken Sie darüber nach, gucken Sie das mal an. Was können Sie mit die Rose tun? Und Rose hat natürlich auch zu tun mit Emotion. Eine Rose ist mehr als eine Rose. Dann geht es auch über Details, geht es für so eine Rose. Nehmen Sie das mal mit als Metaphor. Und dann kommen wir zu den konkreten Tipp, um Ihre Spiritualität, um Ihre Business Spiritualität weiter zu entwickeln. Seien Sie ein Tourist in Ihre eigene Stadt. Nur mal Ihre Stadt weiter zu entdecken. Ihre Stadt oder Dorf weiter zu sehen, was bietet es noch mehr? Nicht nur mal, das ist ein bisschen schwarz-weiß gesagt, ja, ich komme da zum Schlafen und so weiter. Nein, was bietet das alles, wo Sie leben? Und bestimmt, wenn Sie die Mühe nehmen, das mal weiter zu untersuchen, dann würden Sie Sachen entdecken, dass Sie auf einmal sagen, had ik nie gedacht. Und damit wird sich auch mal Emotion entwickeln. Damit würden Sie Ihre Augen eröffnen für Details. Wie ein bisschen mit die Metaphor von die Rose.
Und das ist den ersten Schritt, ihr Business-Spiritualität mal zu entwickeln. Denken Sie darüber nach. Probieren Sie es aus, diese Tipp. Und vielleicht schreiben Sie mal, was es Ihnen gebracht hat. Wie viele, viele andere schon mal mir ab und zu eine E-Mail schreiben, über was die wöchentliche Videos für Sie alles gebracht hat. Viel Erfolg dabei! Bleiben Sie uns treu und holen Sie sich jede Woche das beste Fachwissen für Ihre Entwicklung.